Hallo zur nächsten Aufgabe. Diesmal geht es um Aufgabe 10 und darin um die Autokorrelation und lineare Systeme. Und das Ganze ist immer noch zu der Vorlesung Signale und Systeme 2. In der Aufgabe 10 ist eine autokorrelierte einer Zufallsfolge gegeben. Erstmal nur für positive Kappas oder Kappa größer gleich 0. Und in Teilaufgabe A sollen wir jetzt erstmal sagen, wie denn diese autokorrelierte aussieht für ein Kappa kleiner gleich 0. Also Teilaufgabe A. Wir haben gegeben, SVV von Kappa ist gleich 1/2 hoch Kappa, und zwar für Kappa größer gleich 0. Jetzt haben wir in Aufgabe 8 gezeigt, dass ein SVV, also die autokorrelierte von minus Kappa, gleich der konjugiert komplexen autokorrelierten von Kappa ist. Da wir jetzt in diesem Fall eine autokorrelierte, also eine reelle autokorrelierte haben, können wir dafür schreiben SVV von Kappa. Daraus folgt, dass SVV von Kappa gleich 1/2 hoch minus Kappa für Kappa kleiner gleich 0 ist. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, können wir auch schreiben, SVV von Kappa ist gleich 1/2 hoch Betrag von Kappa, und das gilt dann für alle Kappa, die ganzzahlig sind. Und das ist auch schon die Lösung der Teilaufgabe A. In Aufgaben Teil B ist jetzt nach dem Mittelwert und der Varianz von der Zufallsfolge V von N gefragt. Also Teilaufgabe B. Erstmal die autokorrelierte, das ist ja das, was wir angegeben haben, ergibt sich als Erwartungswert von V von N mal V von N plus Kappa. Jetzt können wir das auch umbenennen und sagen, dass das hier V1 ist und das ist dann V2. Somit können wir das Ganze ausschreiben als doppeltes Integral, jeweils von minus unendlich bis unendlich, über V1, V2, Verbundwahrscheinlichkeitsdichte, F, V1, V2 von V1, V2, Kappa, dV1, dV2. So, jetzt tätigen wir folgende Annahme. Wir sagen, dass für Kappa gegen unendlich sind die Zufallsvariablen V1 und V2 statistisch unabhängig. Es kommt daher, dass wir dann davon ausgehen, dass die einfach nicht mehr, dass der Zusammenhang nicht mehr erkennbar ist, wenn wir die so weit gegeneinander verschieben. Und das wiederum hat dann aber zur Folge, dass wir die Verbundwahrscheinlichkeitsdichte separieren können. Das bedeutet, dass wir jetzt auch schreiben können für Limes Kappa gegen unendlich autokorrelierte ergibt sich Integral von minus unendlich bis unendlich. Und noch einmal V1, V2 Verbundwahrscheinlichkeit von V1, Verbundwahrscheinlichkeit von V2, dV1, dV2. Jetzt können wir die Integrale auseinanderziehen, also wir halten minus unendlich bis unendlich, V1, FV1, V2,
v1 dv1 mal dem zweiten Integral so. Und jetzt ist dieses erste Integral ist der Mittelwert der Zufallsfolge v1 und das zweite Integral der Zufallsfolge v2. Jetzt sind die Folgen ja aber auch immer noch gleich, die sind ja nur gegeneinander verschoben, sodass der Mittelwert gleich ist. Das heißt, wir erhalten als Ergebnis mv². Das heißt, wenn wir jetzt den Mittelwert ausrechnen wollen, können wir sagen, dass der Mittelwert mv ist gleich plus minus Wurzel aus Limes k gegen oder Kappa gegen unendlich der Autokorrelierten. Und das ist gleich plus minus Wurzel aus Limes Kappa gegen unendlich. Und wenn wir dann die Autokorrelierte einsetzen, 1/2 hoch Betrag von Kappa und 1/2 hoch unendlich. Das geht dann also, wird zu 0. Jetzt sollen wir darüber hinaus noch die Varianz angeben. Die Varianz ist im Allgemeinen ja die Leistung des Wechselanteils. Und wir können die berechnen über den Erwartungswert von der Zufallsfolge V minus den Mittelwert zum Quadrat. Das ist der Mittelwert gleich 0, das heißt, wir behalten hier Erwartungswert von V². Das ist dann die Gesamtleistung unserer Zufallsfolge. Und die Gesamtleistung der Zufallsfolge ist die Autokorrelierte an der Stelle 0. Das heißt, wir können aufschreiben 1/2 hoch 0 und erhalten für die Varianz gleich 1. Und das ist die Lösung der Teilaufgabe B. In Teilaufgabe C ist jetzt nach der Z-Transformierten der Autokorrelierten gefragt. Und die können wir ausrechnen. Also wir wollen SVV von Z erhalten. Das heißt, wir führen die Z-Transformation durch von n gleich minus unendlich bis unendlich über die Autokorrelierte Z hoch minus n. Wobei n und Kappa jetzt das gleiche ist. Das heißt, wenn wir jetzt die Autokorrelierte einsetzen, haben wir da stehen 1/2 hoch n Betrag, z hoch minus n. Und wenn wir das jetzt ein bisschen umformen, dann können wir auch schreiben als erstes von n gleich minus unendlich bis 0 haben wir z⁄2 hoch minus n. Dann haben wir den zweiten Teil der Summe von n gleich 0 bis unendlich und haben für diesen Part 2z hoch minus n. Und dann müssen wir die 1 abziehen, weil wir jetzt den Teil n gleich 0 doppelt drin haben. Okay, wenn wir jetzt die erste Summe umdrehen, von n gleich 0 bis unendlich, dann erhalten wir z⁄2 hoch n plus, der zweite Teil bleibt bestehen, n gleich 0 bis unendlich. Und dann schreiben wir da auch hoch n, das heißt, wir schreiben hier 1 durch 2z hoch n und die minus 1 bleibt bestehen. Jetzt benutzen wir für die Lösung die geometrische Reihe. Die besagt, dass die Summe von n gleich 0 bis unendlich über q hoch n gleich 1 durch 1 minus q ergibt, solange q-Betrag kleiner 1 ist. Okay, das heißt, wenn wir das weiter vereinfachen, erhalten wir dann 1 durch 1 minus z⁄2 plus 1 durch 1 minus 1 durch 2z minus 1.
So, jetzt müssen wir quasi den Konvergenzbereich bestimmen, für den das Ganze stabil ist. Und jetzt sage ich einfach mal, dass das hier vorne ist der erste Term, den wir betrachten. Und das ist der zweite Term. Also für den ersten Term, der ist zulässig für Betrag z halbe kleiner 1. Das bedeutet, dass der Betrag von z kleiner 2 sein muss. Und für den zweiten Teil, der ist zulässig für 1 durch 2z Betrag auch kleiner 1. Das heißt, dass wir hier Betrag von z größer 1/2 haben müssen. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann ist der Konvergenzbereich, der liegt zwischen 1/2 und 2. Das bedeutet, wenn wir das jetzt weiter einsetzen, also ich schreibe das nochmal hier auf, SVV von Z, also die Z-Transformierte, ist gleich, wenn wir die Terme nochmal umschreiben, dann erhalten wir 2 minus Z plus 2Z durch 2z minus 1 minus 1. Wenn wir das dann jetzt auf einen Nenner bringen, dann haben wir 4z minus 2 plus 4z minus 2z Quadrat geteilt durch 2z, Entschuldigung, geteilt durch 2 minus z mal 2z minus 1, genau, das sind die ersten beiden Terme zusammengefasst und dann minus 4z minus 2 minus 2z Quadrat plus z geteilt durch 2 minus z und 2z minus 1. So, und als Ergebnis erhalten wir dann 3z durch 2 minus z mal 2z minus 1. Und das ist die Z-Transformierte und damit das Ergebnis zur Teilaufgabe C. In Teilaufgabe C soll diese Zufallsfolge jetzt auf ein System gegeben werden und für dieses System kennen wir die Übertragungsfunktion. Und dann sollen wir sagen, wie die Z-Transformierte und die Autokorrelierte am Ausgang des Systems aussieht. Also Teilaufgabe D. Erstmal die Formel für die Z-Transformierte am Ausgang lautet SVV von Z, also die Z-Transformierte am Eingang, mal H von Z, mal H konjugiert komplex von 1 durch Z konjugiert komplex. Das bedeutet, dass wenn wir das einsetzen aus der Aufgabenstellung, dann haben wir hier stehen mal Z plus 2 durch Z plus 1/2 und mal 1 durch z konjugiert komplex plus 2 geteilt durch 1 durch z konjugiert komplex plus 1/2 und der ganze Term konjugiert komplex. Jetzt schauen wir uns erstmal an, wie die Pol- und Nullstellen für diese Übertragungsfunktion aussehen. Also, wir haben eine Nullstelle, die ist liegt bei minus 2. Und wir haben eine Polstelle, die liegt bei minus 1/2. Beide sind reelle Zahlen. Das ist für uns sehr gut, weil dann die Konjugation ignoriert werden kann. Das bedeutet, für unsere Z-Transformierte, die wir ausrechnen wollen, die ist dann gleich SVV von Z, Z plus 2 durch Z plus 1/2 mal ausmultipliziert 1 plus 2Z geteilt durch 1 plus 1/2Z. Okay, wenn wir die Terme jetzt zusammenziehen, erhalten wir z plus 2z²
2 plus 4z geteilt durch z plus 1/2 z Quadrat plus 1/2 plus 1/4 z. So. Im nächsten Schritt bleibt dann noch üblich 2 plus 5z plus 2z Quadrat geteilt durch 1/2 plus 5/4 z plus 1/2 z Quadrat. Jetzt können wir noch, ich sage jetzt mal, Trick anwenden. Dann bleibt stehen 2 plus 5z plus 2z Quadrat. Wir können hier vorne hier noch 1/4 rausziehen. Dann bleibt hier 2 plus 5z plus 2z Quadrat stehen. Es kürzt sich also raus, wodurch die z-transformierte am Ausgang des Systems gleich die z-transformierte am Eingang des Systems mal 4 ist. Das ist die Lösung für die z-transformierte, und wenn wir das Ganze jetzt noch transformieren, dann erhalten wir die autokorrelierte am Ausgang. Und die Transformation ist jetzt einfach. Es ist dann auch 4 mal die autokorrelierte am Eingang. Und das ist auch schon die Lösung zur Teilaufgabe D. Und Fragen zu dieser Aufgabe könnt ihr wie immer in der entsprechenden Fragestunde stellen.